Mal schnell zum elastischen und zum plastischen Stoß. Der plastische Stoß, der heißt auch inelastischer oder unelastischer, ne? Also lasst euch da nicht täuschen, das ist nicht weiter schlimm. Ich sage gerne plastischer, weil er was mit Verformung zu tun hat. Wir kommen gleich drauf. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und ich weiß nicht, ob ihr mit diesen Bildern klarkommt. Folgende Erklärung zum elastischen Stoß. Es gilt der Impulserhaltungssatz. Was Impuls ist, nochmal hier gucken. Also, ich habe folgenden Zustand, P1, der Impuls, klein geschrieben, und P2 zusammen sind der neue Impuls und der neue zweite Impuls. Das gilt. Energie geht ja nicht verloren. Naja, was ist ein elastischer Stoß? Beispiel, ich habe eine Billardkugel, die kommt daher gerollt und eine andere Billardkugel, jetzt zum Beispiel mit gleicher Masse, die hat mal keine Geschwindigkeit, deswegen habe ich auch keinen Pfeil dran gemalt. Hier habe ich eine Geschwindigkeit. Dann passiert das nach dem Zusammenprall folgendes, dass die eine Billardkugel stehen bleibt, wenn es gut geklappt hat, und die andere mit der gleichen Geschwindigkeit weiter saust. Ich habe das mal ein kleines bisschen aus dem Netz genommen und zwar hier. Schaut mal hier, ich lasse das mal laufen. Achtung, jetzt kommt die andererseits von der anderen Seite. Peng, bleibt stehen und die andere rollt davon. Gut. Ach so, da kommt noch eine, lassen wir die nochmal sausen. Schwupp, ne? Dass die jetzt ein bisschen springen, ist eine andere Sache. Gut. Zum plastischen Stoß. Da zeige ich dann gleich diese Situation plastisch, weil sich etwas verformt. Jeder kennt das aus der Erfahrung, Auffahrunfall, da sieht das dann böse aus. Das war ein ADAC-Crash-Test von 2016. Da haben die dieses Auto auf das auffahren lassen und wir werden dann gleich sehen, wie sich das verformt und was dabei passiert. Nochmal zurück zur Theorie. Also, der Impulserhaltungssatz gilt, hatten wir gesagt, beim elastischen Stoß und der Energieerhaltungssatz gilt auch. Wir wissen, Energien gehen nicht verloren. Das heißt, die kinetische Energie vorher und die andere, die in diesem Fall ja null ist, macht aber nichts. Das geht auch mit bewegten Körpern, mit bewegten Kugeln und so weiter, ist gleich der neuen Summe der kinetischen Energien. Zum plastischen Stoß. Wir wollten ja eigentlich den Unterschied qualitativ erstmal herausarbeiten. Der plastische Stoß bedeutet, da verformt sich was. Der Impulserhaltungssatz gilt, also P1 plus P2 ist genauso wie P1 Strich und da macht man Striche ran. Das habe ich jetzt extra mal nochmal zum Verdeutlichen nicht getan, damit ich es jetzt machen kann. Denn das sind ja neue Impulse. Der große Unterschied ist allerdings, wenn ich zum Beispiel zwei Knetekugeln oder zwei Autos oder sonst was aufeinanderprallen lasse, wieder gleiche Situation, die eine stand, die andere kam angerollert, dann verformen die sich beide und kleben danach sozusagen aneinander. Bei Knete lässt sich das gut vorstellen, beim Auto nicht ganz so. So, das heißt, die fahren beide weiter, rollen beide weiter, und zwar mit der halben Geschwindigkeit. Das habe ich hier oben nochmal dargestellt, wenn das ideal klappt. Man sagt gerne, der Energieerhaltungssatz gilt nicht. Doch, doch, der scheint nicht zu gelten. Die Energien vorher sind gleich den neuen Energien nachher, und jetzt kommt noch eine neue Energie. Und die ist gar nicht so neu, die kennt ihr. Ich glaube, ich werde dann hier noch einen Link anfügen. Delta U, das ist die, Delta ist der Unterschied. Die innere Energie beim Verformen, das wisst ihr auch, wenn ich einen Hammer nehme und auf einen Nagel draufkloppe, einen Nagel platt kloppe, dann wird der warm. Das heißt, durch das Verformen entsteht, in Anführungsstrichen, Wärme. Die Verformungsarbeit bewirkt Wärme. So, das lässt sich jetzt hier bei Knetekugeln schwer nachweisen, beim Auto auch nicht, aber mit dem Hammer das Beispiel kennt ihr. Wie gesagt, hier oben immer mal auf die Links achten. Jetzt noch schnell zu dem Film und wir werden sehen. Achtung, ich lasse den gleich starten. Dieses rote Auto fährt auf den auf, wird sich verformen und beide werden weiterrollen. Mit der theoretisch halben Geschwindigkeit. Und die Verformarbeit bewirkt, dass die ganzen Geschwindigkeiten wohl auch nicht so richtig zu sein scheint. Also in der Praxis ist das nicht so möglich, wie man es gerne in der Theorie, ne, so, da setzen wir gerne Gleichheitszeichen und sagen, das sind alles ideale Zustände. In der Praxis ist das nicht so. Gucken wir uns schnell noch diesen Film an. Achtung, jetzt der Aufprall und beide bewegen sich weiter. Beide bewegen sich weiter, schubsen den sogar noch an und jetzt bewegen sich alle nur noch ein Drittel mal so weiter. Naja, so.
Wer das angucken will, ich habe ja gesagt, ADAC, in diesem Fall AXA Crash Test, beziehungsweise in diesem Fall des elastischen Stoßes vom BSV Konstanz, eine sehr schöne Highspeed-Aufnahme von diesen Billardkugeln. Habe ich euch mal rausgesucht. Ich hoffe, dass der qualitative Unterschied verstanden ist. Ich gehe dann wie üblich noch auf Berechnungen ein und so weiter und so fort. Wobei das ja alles nicht schwer ist, das wisst ihr ja schon. Gut, ich hoffe, ihr habt den Unterschied verstanden, habt euch darüber gefreut. Mir macht Spaß, wenn es euch Spaß macht. Bis dann, tschüss.